Newsroom am Dienstag. Bei mir zu Gast ist heute wieder Birte Hansen. Guten Morgen. Hi. Als wir beide zur Schule gegangen sind, schon ein paar Jährchen wieder her, da haben wir auch ab und zu mal was vergessen. Meinetwegen, huch, da hat man auf einmal seine Turnbeutel vergessen oder seine Turnschuhe. Aber es war nicht so schlimm. Aber jetzt in einigen Hameliner Schulen hat das anscheinend Konsequenzen. Du weißt mehr. Ja, also ich habe es auch erfahren, dadurch, dass eine Schule einen Elternbrief im Internet veröffentlicht hat und da angedroht, also das klingt so fürchterlich, aber da eben nochmal deutlich gesagt wird, wenn man seinem Kind bestimmte Sachen nicht mitgibt und das regelmäßig passiert oder sein Kind zu spät in die Schule bringt, dann wird das Ordnungsamt eingeschaltet und dann gibt es auch ein sattes Bußgeld dafür. Das ist ganz schön heftig. Weißt du, in welchen Schulen das ist? Ich weiß es von einer Schule, die das macht, aber mit der werde ich gleich nochmal sprechen. Ja. Und ich würde halt gerne gucken, ob das ja verschiedene Schulen betrifft oder eine hauptsächlich. Und das versuche ich heute mal rauszubekommen. Ich weiß nur, also was hat die Stadt mir denn geschrieben? Es sind im letzten Jahr, sind es glaube ich schon, also über 130 Fälle, meine ich, waren das, die tatsächlich auch in dem Sinne angezeigt wurden. Und das ist ganz schön viel, muss ich jetzt auch sagen. Auch. So, also das fand ich das auch. Finde ich auch. Und unter so eine kleine Lappalie, dann ist man vielleicht auch nicht böswillig da liegen lassen. Gut, ich glaube nicht, dass gleich bei einem Mal vergessen angezeigt wird. Ne? Also nicht in der Schule liegen lassen, sondern eben ohne Sachen kommen. Genau, ne? Darum geht's ja. Genau. Genau, bei einmal wird da sicherlich nichts passieren. Aber wenn das halt der Normalfall wird, dann schaltet sich das Ordnungsamt. Es scheint ja dann häufiger vorzukommen. Okay, dann sind wir wirklich gespannt, was da am Ende des Tages rauskommt. Mehr werdet ihr dazu erfahren morgen in der Mittwochs-DWZ und heute Abend schon auf Facebook. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss.